So, wir sind zurück mit Zelda, A Link to the Past. Wir waren letztens stehen geblieben an dieser Brücke, Magie-Shop, Wasserfall der Wünsche, okay. Ja, wir müssen jetzt diesen Rentner finden, in diesem... Ah. Danke. Nicht danke. Wow, die ziehen gleich ein ganzes Herz ab. Wow. Bitte ein Herz. Ach, stell dir vor, ist gleich irgendwo eine Fee. Oh ja, hier hinten. Verdammt. Nee, für solche Fälle habe ich Quicksave, weil. Oder Save States. Ganz einfach aus dem Grund. Wenn man stirbt, fängt man an der nächstgelegenen Tür, wenn ich mich nicht irre, an, die man durchschritten hat. Und das war jetzt mitten im Dorf und da habe ich keine Lust drauf. Da war den ganzen Weg sinnlos hier hin und her zu rennen. Ja. Ich glaube, hier ist da. Hier hinten ist, glaube ich, eine Fee gewesen, wenn ich mich nicht irre. Die hätte ich theoretisch jetzt besuchen können, hätte ich mir den Tod ersparen können. Ja, aber was heißt, wir werden jetzt diesen Idioten finden hier. Das ist unser erster Dungeon, unser erster richtiger Dungeon. Ich freue mich schon. Ah, ich habe das Spiel geliebt als Kind, als kleines Kind, besser gesagt, oder als Mann. Also ich hasse die Viecher, ey. Die tun richtig weh. So, ich glaube hier unten war er. Komm rein hier. Yep, das ist er. Richtig, ich bin Saras Rala, der Dorfälteste und ein Nachkomme der sieben Weisen. Ist das wirklich wahr? So, ich bin überrascht, dass ein junger Mann wie du nach dem Bannschwert des Bösen sucht. Nicht jeder kann diese Waffe benutzen, die Legende berichtet, dass nur jeder Held das Schwert führen kann, der drei mächtige Dämonen besiegt und die drei Amulette erringt. Ist dir bewusst, was das für dich bedeutet? Selbstverständlich. Gut, dann versuche das Amulett des Mutes aus dem Palast zu holen. Wenn du es mir bringen kannst, werde ich dir mehr von der Legende erzählen und dich eine magische Kunst lernen. Geh jetzt zum Palast. Das Problem ist, ich bin halt wieder zu blöd zum Lesen. So, wir sprengen die Wand mal auf. Ich glaube, dahinter ist Rubin oder so. Na ja, hier einen Boomerang nehmen. Ich sag mal, am Anfang ist das Spiel wirklich noch nicht allzu schwer. Ah, Bomben. Toll. Ja, Rubine, habe ich doch gesagt. Die Bomben hätte ich mir sparen können. Weil man kann bloß 10 mitnehmen. Also noch. Später kann man mehr mitnehmen. Ja. Wir jetzt in diesen Palast gehen, diesen komischen. Ja, die bewegen sich. Und können ganz schön nervig sein. Ich bin mir jetzt bloß nicht ganz sicher, wo der Eingang genau war hier. Ich glaube, der war weiter rechts. Hinten war kein Eingang. Oh, ich will endlich schneller laufen. Ich glaube, die Pegasus-Stiefel regt man in dem Spiel relativ schnell. Ich glaube, hinten war das irgendwo. Kackbraun. Ja, hier hinten war es, glaube ich. Wow, wow. So, Palast, wo bist du? Au. Naja, wie auch immer. So, das müsste der Eingang sein für diesen komischen Palast hier. Speichern und rein. Ich versuche so wenig wie möglich Safe States zu nehmen. Wenn ich sterbe, sterbe ich im Palast. Und, ja, was soll's. Oh, der erste ist noch relativ leicht und... Später werden die aber ganz schön kompliziert, die Paläste. Sprich, viele Wege, Rätsel, Gegner. Am Anfang geht's wirklich noch. Ja, wie gesagt, das ist noch nicht allzu schwer jetzt hier. So. Wie gesagt, wenn ich in Palästen sterbe, ich versuche ohne Safe-Sets zu spielen im Palast.
weil der Fortschritt wird automatisch jedes Mal gespeichert, wenn man den Schlüssel einsammelt oder so. Man muss nicht alles nochmal machen. Die könnten ein bisschen nervig sein hier. Die muss man am besten in irgendeine Ecke drängen. Ich glaube, man kriegt hier auch bei meisten Gegnern den Schlüssel dann. Danke. Nee, hier nicht. Ja, ich habe sehr lange nicht gespielt. Ich weiß jetzt. Bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, wo die Schlüssel alle genau sind. Ach komm, du stirbst so. Ja, mit Krügen gehen sie schneller tot, sag ich mal. Wenn man es einmal geschickt hinbekommt. Danke. Und kein Schlüssel. Naja. Was haben wir hier? Es kann sein, dass ich jetzt auch ein paar Sachen nicht sehe. Du hast den Kompass gefunden, damit kannst du das Versteck des Kerkermeisters finden. Ja, und ein Nebeneffekt ist, man weiß genau, wo Schlüssel in den Räumen sind. Versteckte Schlüssel. Ich glaube, hier ist eine Infobox. Ja, so ein Telefon scheinbar. Ich bin es, der Dorfälteste. Ein guter Rat von mir. Mit dem Schatz aus dem Palast kannst du gepanzerte Gegner bezwingen. Lass ihn dir nicht entgehen. Ich glaube... Oh, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, was er meint. Pfeil und Bogen? Bin mir nicht ganz sicher. Aber wenn wir schon Pfeile finden, vermute ich mal noch ganz stark, dass wir hier den Pfeil und also den Bogen drin haben. Verschlossen, dann brauchst du einen großen Schlüssel. Ja. Wie gesagt, der ist noch nicht allzu groß, der Dungeon. Und bam. Oben brauchen wir auch einen großen Schlüssel, aber ich glaube, wir können hier rein. Ich weiß nicht, ob hier bloß Feen drin. Ach man. Ich glaube, hier waren bloß irgendwelche Feen drin. Jupp, also eigentlich nicht allzu sinnvoll. Aber wenn man sich heilen will, ist es ganz gut. So. Wir müssen jetzt hier unten lang. Ich glaube, hier unten ist nichts. Also die Viecher bringt es nicht viel tot zu machen. Wow. Danke. Ja, irgendwo finden wir dann auch noch eine Karte. Und noch mehr. Wow. Da ist er selber schuld jetzt. So, wo ist dieser? Irgendwo war hier was. Oder? Ah, sehr schön. Das ist, glaube ich, ein kleiner Schlüssel, damit kann man jede Menge kleinere Türen logischerweise öffnen. Sprich die hier. Ja. Jetzt sind wir hier oben. Hier hinten ist irgendein Schatz. Aber bin mir nicht sicher, wie ich den finden soll. Na komm. Ja, unsere Magie ist fast voll. Ich weiß gar nicht, was ich groß sagen soll jetzt hier. Ich nerven die Viecher ganz schön hier. Ich weiß gar nicht, ob ich die zerstören kann hier. Nein. Okay. Ah, Bomben. Ah, jetzt kommen die raus. Jetzt kommen sie raus. Danke. So, der große Schlüssel, damit kann man Endgegner finden. Und natürlich... ja, diese Truhe öffnen, diese große, die wir jetzt gerade eben schon gesehen haben. So. Ich glaube, hier drin sind Herzen und ja, sind ja auch die Feen drin.
Nochmal R, ja. Bam. Ich glaube, man kann sie auch mit irgendwas wegsprengen. Ah, oh, die Herzen sind weg. Nee, hey, dann machen wir das erstmal anders und ich werde erstmal die Herzen holen. Muss aufpassen, dass meine Videos nicht wieder zu lang werden jetzt. Ich bin schon wieder bei 10 Minuten. Danke. Ja, eigentlich wollte ich den Dungeon eigentlich in einem Video fertig machen, aber... Na, so ist. Bam. So. Nächstes Mal werden wir hier... Zeit ist abgelaufen. Gleich werden wir die Truhe öffnen und schauen, was drin ist. Und ja, bis gleich.